Ja, ich mache mal wieder einen spontanen Vlog. Heute vom Spargeldenkmal hier in Schwetzingen. Denn das hier ist ja die deutsche Spargelregion, also vor allem die historische Kurpfalz, also damit sowohl die Rheinpfalz als auch das Gebiet um Schwetzingen und Mannheim, das ja heute immer noch als ehemaliges Haupt- und Kerngebiet der Kurpfalz den Namen Kurpfalz trägt. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es ja erkennen kann, aber hier der Spargel ist sehr gut und filigran gemacht, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist zu Metall gewordener, echter Spargel. Ja, ich bin heute spontan mal in Schwetzingen und wollte das schöne Wetter genießen. Und damit willkommen erstmal zu einem besonderen Vlog, heute live aus Schwetzingen, der ganz spontan kommt. Sowas habe ich ja länger nicht mehr auf YouTube gemacht. Und ja, ich wollte ein paar Gedanken loswerden. Zum einen habe ich seit heute Morgen so den Gedanken, ich könnte ein neues Format auf meinem Kanal machen. Da muss ich aber noch überlegen, es funktioniert. Und zwar unter dem Namen Lindenblatt. Quasi so nach Art von Peter Lustig Dinge erklären. Aber naja, das wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil ich ja schon durch Live ein Erklärformat habe. Aber manchmal habe ich echt lustige Flausen im Kopf. Ich habe sogar überlegt, man könnte ZDF und ARD ansprechen. Ich setze mich jetzt mal hier hin. Ja, wie gesagt, ich habe auch schon überlegt, man könnte ZDF und ARD ja ansprechen nach dem Motto, rebootet doch Löwenzahn noch mal ganz neu und dann dreh dich als live lustig auf, der verschollene Neffe von Peter Lustig. Aber irgendwie fand ich das dann doch zu albern. Aber irgendwie ein eigenes Format, das so ähnlich ist, mit dem Namen Lindenblatt. Oder zumindest meine Videos, die keine Reisevideos sind, sondern sich um andere Themen handeln, unter dem Namen Lindenblatt zu verkaufen, wäre vielleicht doch keine schlechte Idee, solange mir das jetzt keiner klaut. Schreibt doch mal in die Kommentare zu diesem Video unten drunter, was ihr von der lustigen Idee haltet. Dann habe ich eben überlegt, ich könnte mal eine Playlist zusammenstellen auf meinem YouTube-Kanal mit allen Burgen und Schlössern, denn ich bin von einem sehr interessierten Zuschauer neulich darauf angesprochen worden, dass er die Idee mit den ganzen Playlists, dass ich oft verschiedene Themen dann in Playlists zusammenfasse, sehr, sehr gut findet. Und genau deswegen bin ich halt überlegen, da noch mehr Playlists erstellen. Und ich hatte die Idee Burgen und Schlösser, weil ich mittlerweile doch recht viele Burgen und Schlösser behandelt habe. Und noch eine dritte Sache wollte ich erwähnen, und zwar, wir sind ja schon seit einiger Zeit sowohl in Rheinland-Pfalz als auch seit heute offiziell auch in Baden-Württemberg die Sommerferien zu Ende. Und ich weiß natürlich nicht, wie das nächstes Jahr bei mir beruflich aussieht und ob es nochmal so eine Sonderaktion gibt in Baden-Württemberg dieses Jahr. Aber ich will auf jeden Fall die 6 Wochen Sommerferien in Rheinland-Pfalz, das ist auch schon fest geplant, wieder ganz viele interessante Reisevideos machen. Da bin ich auch jetzt schon dabei, quasi diesen Sommer, wo es noch warm ist, vorzudrehen. Oder habe auch schon Videoaufnahmen gemacht, wo ich unterwegs war, die ich euch bisher vorenthalten habe, aus denen ich dann wieder ganz neue interessante Sachen zusammenschneiden kann, sodass es dann diesen Sommer wieder, also kommenden Sommer, also 2021, wieder 6 Wochen lang jeden Tag ein Reisevideo geben wird während der Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert am besten jetzt schon den Kanal. Und dabei wird es eben auch, wie gesagt, ein Video über Schwetzingen geben. Und das werdet ihr dann, wenn ihr halt abonniert, nicht verpassen. Ansonsten werde ich hier noch 2 Videos verlinken, wo es auch schon mal um Schwetzingen ging, nämlich einmal ums Schwetzinger Schloss und einmal, als ich die Bahnstrecke von Appelheim nach Speyer abgelaufen bin. Wenn es noch interessante Dinge gibt, mit denen ihr euch noch beschäftigen möchtet, die ihr nicht gar nicht verpassen wollt,
dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sieht man den einen oder anderen von euch ja demnächst mal irgendwo in der Kurpfalz oder sonst wo. Ich sag bis dahin, wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!